in a really great mood today. Don't know why, but Paimon's head is filled with happy thoughts. Why don't we make the most of it? Let's take a walk around Fontaine and maybe buy some souvenirs and grab a tasty snack. Okay, anscheinend ist jetzt hier bei Genshin Impact ein neues Event am Start. Experimentaufzeichnung zu grafischen Gegenmaßnahmen. Tja, auf den Straßen des Bezirks Lyonnais von Fontaine begegnest du und Paimon eine seltsame Ingenieurin. Sie ist gerade dabei, ein hochkomplexes Forschungsthema, die sogenannten grafischen Gegenmaßnahmen zu untersuchen, benötigt aber dringend die Unterstützung der Abenteurer. Warte. Das kann's doch unmöglich sein. Das geht ja sogar noch 2 Tage. Warte mal, ich war ja doch noch nicht so lange jetzt weg gewesen bei Genshin Impact. Moment. Da verstehe ich jetzt irgendwas hier nicht so ganz. Nee, bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ziel, bekämpfe den Pummelrobbenbanditen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen eigenartig. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt trotzdem erstmal hier die Sache mit den Siegeln abschließen. While water from Liyue has an enduring aftertaste. Denn ich weiß zwar jetzt noch nicht so genau. Moment. Wie lange war ich denn jetzt nicht mehr online? Anscheinend doch irgendwie ein bisschen länger als ursprünglich angenommen, aber das kann doch irgendwie jetzt nicht sein. Also ich bin jetzt deshalb wirklich hier ein bisschen verwundert. Ich weiß, wo ich ja sagt zuletzt hier aufgehört hatte. Da lief er sagt noch dieses andere Event. Ich weiß, er sagt noch ganz genau, da lief er sagt noch dieses andere Event. Warte mal, von wann bis... Okay, kein Wunder, dass mir das jetzt irgendwie so komisch vorkommt. Dieses Event war am Freitag, dem 17. November gestartet. Und ihr habt ja eben ja selbst gesehen... Jetzt ist er sagt der 20. November. Und das Event soll doch eigentlich bis zum 27. November gehen. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen eigenartig. Ihr habt es doch jetzt selbst gesehen, das stand bis zum 27. Und hier steht jetzt verbleibende Zeit 2 Tage und 15 Stunden. Also irgendwas stimmt jetzt hier so gar nicht. Ein Event, was eigentlich bis zum 27. November gehen sollte, geht er jetzt bloß noch bis zum... Naja... Knapp 23. November? Was ist denn dann jetzt geschehen? Auch wenn das jetzt sehr viele Fragen aufwirft, so muss ich mich jetzt doch erstmal hier rum kümmern, dass wir auf der Spur des Algenmeers fortsetzen und jetzt erstmal Cupidos Liebhaber, Siegel Nummer 3, versuchen wollen zu lösen. Also ich verstehe das jetzt wirklich nicht so recht.
settled down. You can't. Oh nein, 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 nein. Jetzt haben wir, sag hier, ein ordentliches Problem an der Backe auf einmal. Also das Problem ist jetzt hier, sag auch noch kritisch. Oh, komm schon! Nein, falsche Richtung! Silence. Let the mighty be humbled. Time for retribution. This is order. Put your gather. You can't run. Light out. Settle down. It's a terror. Also mich nervt es jetzt bloß ein klitzekleines bisschen, dass wir hier auf der Treppe kämpfen müssen. When the tide comes in, I shall return. Also ernsthaft, mich stört es jetzt hier wirklich gewaltig, dass wir auf der Treppe kämpfen müssen. Stabilize. Settle down. Also wie schon gesagt, am meisten stört es mich jetzt, der sagt hier, dass wir auf der Treppe kämpfen müssen. Let the mighty be humbled. How inconsiderate of me. Bow your head. Also das hat mich jetzt wirklich hier ein bisschen am meisten gestört, dass wir auf der Treppe kämpfen mussten. Aber ich bin ehrlich gesagt an der Stelle jetzt immer noch ein klitzekleines bisschen verwirrt. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. Vor allem bin ich aber jetzt auch an der Stelle noch ein bisschen verwirrt, dass wir jetzt hier noch nicht den richtigen Eingang jetzt fanden. Also gut, dann aktivieren wir jetzt erstmal diesen Teleporter hier. Aber trotzdem, wieso ist dieses aktuelle Event... auf einmal so stark verkürzt worden. Das verstehe ich jetzt einfach nicht. Was ist denn jetzt in der letzten Zeit vorgefallen? Naja, sei es drum. Thank you.
egal. Hydrokolos her, hin oder her. Das ist das dritte Siegel. Dieser Ort ist Orphant der Seele, die Weihestätte der Seele, die Kammer der Seele. Ewige Ruhe bei dir, in einem Augenblick geboren, oft widersprüchlich, immer vereint, der wertvollste Schatz der Welt. Puh, diesmal ist es nichts Schreckliches. Und die Antwort, könnte es eine Taschenuhr sein? Da wir gerade davon reden, hat er nicht auch eine? Taschenuhren sind in der Tat sehr teuer. Die Antwort muss also Geld sein, das heißt Mora. Für immer mit Geld zu schlafen, ist die zweitgrößte Tragödie im Leben eines Menschen. Und fragt mich nicht, was die größte ist. Und was ist die größte Tragödie? Das kann ich beantworten. Die Antwort lautet, Bettelarm im Sarg liegen. Diese Wertvorstellung kann ich nicht zustimmen. Auf der Welt gibt es viele wichtigere Dinge. Da habe ich auch gesagt, dass ihr besser nicht nachfragen solltet. Tut mir leid. Zurück zum Thema. Basierend auf den vorher genannten Gründen gehe ich nicht davon aus, dass die Antwort eine teure Uhr oder Mora ist. Was könnte es dann sein? Die Antwort ist sehr einfach. Ich kann ein ähnliches Rätsel abrufen, das eine Übereinstimmungsrate von 70% aufweist. Es stammt aus einem klassischen Roman, der vor mehreren hundert Jahren geschrieben wurde. Der Originaltext lautet, ich wurde in den flüchtigen Moment geboren, in dem sich die Blicke trafen. Ich renne mit den Rücken zu der Person, die ich verfolge. Und auch wenn man mir das Fleisch, die Knochen und die Eingeweide herausreißt, liege ich immer noch eingebettet bei dir im Markt, das übrig bleibt. Was? Die Antwort lautet Liebe. Klingt logisch. Genau wie in meiner Taschenuhr sind auch in dieser Taschenuhr sicher viele Erinnerungen voller Liebe. Wenn wir nur diese Taschenuhr öffnen können. Ja, eines Tages werden wir sie sicher öffnen können. Dummer Hund, gut gemacht. Du bist der süßeste mechanische Hund. Ich fühle mich geehrt, wobei süß eine subjektive Charakterisierung ist, die von mir bevorzugte Anrede lautet, verlässlicher, strapazierfähiger Prototyp 4ACV07. Und genau das ist der Grund, warum du so süß bist. Zitiert ihr beide aus einem klassischen Theaterstück? Mir kommt es vor, als hätte ich dieses Stück schon einmal gesehen. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Das Rätsel hier wurde bereits von jemand anderem gelöst. Wir sollten uns beeilen. Und was ist hier, das sagt jetzt mit einem Item hier? Beständigkeit der Narziss, eine Taschenuhr, die schon seit langem ihren Dienst aufgegeben hat. Sehr interessant. Und wo ist denn jetzt diese Taschenuhr? Also hier ja auf alle Fälle nicht. Oder ist es ein Ausrüstungsgegenstand? Tja, Beständigkeit einer Narzisse. Wirklich, er sagt ein Ausrüstungsgegenstand. Everything is negotiable, except overtime. Aber jetzt müssen wir wirklich erstmal dafür sorgen, dass wir Isaac hier mit der Story vorankommen. Nicht, dass wir Isaac noch viel mehr Zeit, Isaac, verbraten hier. Warte, was ist das? Also irgendwas stimmt jetzt hier auch wieder nicht.
Eine Waffe, die meist in der Nähe versunkener Schiffe auftaucht. Wenn eine Figur in ihrer Reichweite erscheint, wird sie in diese Fortlaufen anvisieren, bla bla bla. Hey, zurück. In den meisten Fällen kann man den Energiefluss erfolgen und die fehlenden Kristallempfängerknoten. Okay. Ach, da ist das Teil. Okay, das wird jetzt sehr interessant werden hier. Aber wenigstens haben wir die automatische Kanone jetzt hier deaktiviert. Und wir sind jetzt hier wenigstens reingekommen. Was ist das hier? Interagieren. Ah, das ist es jetzt wieder. Können wir, sagt das Teil, schon aktivieren? Ja. Ah, jetzt fehlt mir aber hier wieder ein Schlüssel. Lass mich raten, irgendeiner von euch hat den Schlüssel. Nicht nur haben wir die gleiche feste Haut, durch unsere Adern fließt auch die gleiche göttliche Essenz. So wie es nur eine Weisheit und eine Melodie gibt, ist auch unser Wille eine Einheit, Gefährten. Wir sind die Hände und Füße, Schild und Schwert, Wurzel und Zweigequelle und Rinnsal. Wir sollten aufeinander auch zugehen und Fremde wie unsere eigenen Leute behandeln. Exzerpt aus Lied der Gelassenheit, Satz 2, Strophe 84. Also, wir brauchen hier noch einen Schlüssel. You can't run. Burn. Gather. Settle down. Yeah. Light out. The tide's beckoning. Okay, wir haben diese Heinis zwar jetzt besiegt. Doch fehlt jetzt hier, sagt der passende Schlüssel noch. Ansonsten wären wir schon längst fertig.
Okay, noch scheinen wir hier nicht das richtige Item gefunden zu haben. Und dieser Spiegel hier ist kaputt. Andererseits wiederum ist der Sack hier alles richtig eingestellt. Was die ganze Geschichte jetzt hier sowieso noch ein bisschen eigenartiger gestaltet. Okay, ich hatte jetzt eigentlich wirklich erwartet, das Ganze würde jetzt hier mit dem dritten Rätsel oder mit dem dritten Siegel ein bisschen einfacher gehen. Aber anscheinend dann ja wohl nicht. Es fehlt ja... Warte mal, waren wir hier nicht schon? Okay, hier war es, sagt das Exzerpt. Aber haben wir, sagt immer noch keinen Schlüssel hier. Da drüben wiederum ist er, sagt wieder ein Teleporterspiegel. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier landen. Es sind wieder, er sagt, Sonnenblumen hier. Es ist und bleibt hier kurios. Okay, das bringt mir alles jetzt hier nichts. Obwohl, es bringt mir doch was. Und wir haben den Schlüssel erhalten. Oh, nicht nur das. I will have order. Be sanctified. Judgment. Yes. Settle down. Tja, das war. Zum Glück einfach. Aber jetzt erstmal abwärts. Oh nein, nicht freilassen. Okay, keine Verbindung zu den Wasserkanälen, das ist gut. Das ist gut, keine Verbindung zu den Wasserkanälen. Aber gibt es jetzt erst hier eine Verbindung? Auf alle Fälle, aber das war jetzt erst hier falsch gewesen, was ich jetzt hier gemacht habe. Yeah.
Wieso musste... dort jetzt ausgerechnet auch ein verdammter Spiegel sein? Verdammt nochmal, jetzt habe ich ja gesagt, hier viel zu vieles gemacht. Okay, das war so weit so gut. Aber was hat es jetzt, Herr Sack, mit diesem Wasserwirbel jetzt hier auf sich? Ah, ein schneller Rückweg also. Es ist also jetzt erstmal ein schneller Rückweg. Und wir haben hier zum Glück erst auch die Wasserverbindung. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Gut, jetzt allerdings fehlt uns... warte mal, fehlt uns jetzt überhaupt noch was? Ja, uns fehlt jetzt noch eine Wasserverbindung. Aber weshalb genau fehlt die uns jetzt? Ah, deshalb fehlt sie uns. Gut, alles verlief jetzt wieder mal nach Plan. Die Verbindung steht. Jetzt können wir versuchen, das dritte Siegel zu kriegen. Was theoretisch jetzt auch schon wieder weg sein müsste. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Ihr habt die oberste Vorrichtung untersucht, ohne etwas zu entdecken, mal wieder. Wurde das Ding, das hier war, auch von jemandem weggenommen? Es sieht vor so aus. Wer kann das nun gewesen sein? Jakob Ingold. Es war Jakob, sage ich ja. Wir sind Elinas einmal aneinander geraten, Korrektur vor kurzem nicht einmal. Als ich das tragische Opfer am Tor gesehen habe, wusste ich gleich, dass er es war. Es scheint, dass er doch noch aktiv ist. Aber warum hat er das Ding hier mitgenommen? Das ist leicht zu beantworten. Auch er will das heilige Schwert des Narzissenkreuzvereins neu schmieden. Denn das Werk von Narzissenkreuz ist noch nicht vollendet. Nun, wir sollten uns besser schnell auf den Weg zum letzten Ort machen. Der natürlich jetzt, sag auch schon leer ist. Ist ja offensichtlich. Also gut. Der letzte Punkt auf unserer Liste befindet sich, erneut mal wieder unter Wasser.